Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit der Minimerik 56-D. Heute mit dem Motto 14.04. Guten Tag. Ja, Maximal 7 ist leider nicht da, weil der hat keine Zeit. Und deswegen ist er nicht da und deswegen sind wir heute nur zu zweit. Und wir sind heute wieder Polizist, diesmal in einem A6, weil sich das jemand gewünscht hat. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Aber was ich auch zum Anfang jetzt, bevor wir jetzt irgendwie weitermachen jetzt mit der Folge, wollte ich auch nochmal eine Sache ansprechen, meine lieben Freunde. Und zwar wollte ich euch mal fragen, beziehungsweise weiß ich nicht, wann das liegt, aber in den letzten Zeit, seit Dezember, sind die Aufrufe bei uns jetzt wahrscheinlich unter diesem und unter dem letzten Video ziemlich, ziemlich schwach und auch unter den Videos davor. Wenn ich mal überlege, dass wir vor Dezember so viele Aufrufe gehabt haben, wo seid ihr hin? Frage ich mich dann immer. Wieso sind das jetzt plötzlich so wenige? Ich weiß leider nicht, woran es liegt. Ich kann jetzt auch nicht mehr tun, als das, was ich jetzt tue. Könnt ihr aber gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, woran das vielleicht liegen könnte. Ich weiß es leider nicht. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir da helfen könntet, dass wir das irgendwie wieder besser machen können, dass wir wieder eine richtig, richtig große Community wieder werden und nicht nur noch so wenige Leute sind. Danke und ja, jetzt weiter mit dem Video. Mein Auto fährt nicht aus irgendeinem Grund. So, wir haben gesehen, ein Police Officer ist down. Das heißt, wir fahren jetzt direkt mit unserem wunderschönen A6 jetzt mal da vorbei. Perfekt, erstmal Unfall bauen. So, okay. Eigentlich wollte ich den noch färben, weil wir jetzt so in der Nähe des ADACs waren. Jetzt sind wir aber schon hier rüber gefahren. Ja, Crime auf jeden Fall. Nee. Okay, er ist abgehauen. Einsteigen, Motor, einsteigen. Einsteigen in den Wagen. Danke. Abfahrt. Wir fahren direkt hinterher. Ja. Turan, du hilfst mir viel. So. Auf geht's. Dem hinterher jetzt mal ganz, ganz schnell. Oh, jetzt kommt ein Passat auch noch. Okay, er ist da vorne. Er fährt weiter. Egal, wir kommen gut hinterher. Die neue Tastatur, muss ich sagen, reagiert echt, echt schnell. Das ist echt geil. Ja, und jetzt verfolgen wir erstmal. Oh, verfolgen wir den erstmal. Nee, okay. Nee. Weiter. So. Fahren wir einfach mal rüber jetzt mal ganz schnell zum ADAC und reparieren mal ganz schnell unser Auto, denn das haben wir jetzt bis jetzt noch nicht gemacht. Und färben es mal weiß oder sowas. Meine Stanifarbe immer weiß. Ich habe alle Autos weiß. Ich weiß nicht warum, ich finde es schön. Aber bei dem würde dann eine andere Farbe, glaube ich, besser passen, oder? Bei so einem A6. Nee, ich finde weiß gut. Weiß ist gut? Ja. Ja, okay. Let's go, auf geht's weiter. Ich hoffe, meine Tastatur ist in den Videos auch nicht so laut, weil ich höre immer so, wenn ich das schneide, ist meine Tastatur immer voll laut. Und ich habe immer Angst, dass das dann in den Endvideos auch so ist, weil ich guck mir eine Manche an, da höre ich es meistens nicht. Aber ich weiß nicht, ob ihr das in den Endvideos auch so hört, dass man die Tastatur klickern hört. Ich hoffe mal nicht. Doch. Mein Gott, was passiert denn hier? Ups. Was sind voll viele Kriminelle? Ah, die betteln sich gerade beim ADAC. Da, wo wir vor einer Sekunde waren! Das glaube ich doch jetzt hier nicht. Und wieder zurück zum ADAC. Na super, hat sich ja voll gelohnt, wieder wegzufahren. Junge, warum liegt der Ball eigentlich nicht auf dem Fußballfeld? Eieiei. Yes, volle Lutsche. Alle vier, Karre ist glaube ich kaputt. So, direkt hinterher, wo ist er hingefahren? Ist er links abgebogen oder was? Oder wie oder wo? Ja. Ja, da hinten, oder? Da hinten fuhr er doch gerade, ich habe ihn doch gesehen. Ja, da hinten fährt er. Da hinten fährt er doch. Wo ist er jetzt denn? Er ist im Schwarzen verschwunden. Da hinten fährt er. Let's go, auf geht's weiter hinterher. Er fährt safe ADAC, um sein Auto zu reparieren. Das müssen wir unterbinden. Ja. Ja, er ist casualhaft und hat sein Auto, glaube ich, zu Schrott gefahren, oder? Kannst du mal checken, was YR hat? YR ist es. Wenn ich richtig lese. Ja, YR hat er 3 Sterne oder irgendwie sowas. Ja, nee, alles gut, wir haben ihn eingepackt. Zwei. Wir haben ihn eingepackt. Ja, Bray, du wirst da jetzt nicht mehr rauskommen. Wir werden dich jetzt festnehmen. Da kannst du so viel hin und her fahren, wie du willst. Unser Auto wird es blockieren. Ja, du bist mir einer. Jetzt aber bleibst du jetzt mal stehen. Mein Schiff, dass das irgendwie. Nee, ich habe nur meine Hand schief auf der Tastatur. Das kann vielleicht sein. Ja, dann lass mich doch mal an dich ran und dich festnehmen. Dann ist ja auch gleich wieder Ruhe. Mein Gott, der schiebt hier einen Aufstand, nur weil er sich nicht festnehmen lassen will. Junge, wenn er mal nicht so schnell hier drin fahren würde, dann würde ich ihn vielleicht auch kriegen. Er schiebt immer weiter mein Auto raus. Nochmal.
So, jetzt steht mein Auto noch weiter drin als je zuvor. Jetzt komm her! Na Mann, ey, ich will hier noch mehr machen als nur hier den einen hier in seiner Garage jetzt hier. Ja, endlich! Meine Güte. Warte mal, ich guck nochmal. Boah, das hat lange gedauert gerade. Oh, das ist perfekt. Was würde noch passen? Blau, rot, lila. Komm, wir nehmen mal Gaming-Era-Farbe. Auf geht's. Nee, Spaß. Ich fahr nicht lila. Lila sieht scheiße aus. Wir nehmen rot. Das ist schön. Ketchup-Mobil. Schade, dass der Markt jetzt nicht da ist. Wo wir jetzt mal hier Ketchup-Mobil fahren. Okay, Gas und Go wurde ausgehabt, aber sind wir jetzt schon zu weit weg. Oder die ist schon zu lange her. Du sollst jetzt Nico abholen. Stimmt. Wo ist Nico? Hä? Ich weiß nicht, was ich jetzt neu mache, dass ich nirgendwo mal begegnen knalle, wie sonst immer. Ja, perfekt. Motto, wir müssen dein Auto nehmen. Hups, ich bin vielleicht ein bisschen in den See gedriftet. Hi Nico, wir haben dich vergessen und jetzt müssen wir bei Motto einsteigen, weil ich zu blöd war, mein Auto zu fahren. Oh Mann, hey. Alles so Leute, gut. Wir sind jetzt wieder gleich hier bei der Polizei Station angekommen. Das heißt, gleich haben wir wieder unser schönes Auto. Ja, perfekt. Fahr einmal perfekt um die Kurve. Oh, fahr. T6, nee. Wo ist er denn? Da ist er. Ich gucke inzwischen gar nicht mehr auf den Namen, sondern klick einfach nur, weil die alle so einen anderen Namen haben. Das nervt mich. So, okay, alle drin. Abfahrt direkt zum Hamshop. Wir müssen uns beeilen, denn dort wurde der nämlich gerade ausgeraubt. Boah, Alter. Und der ist gut in den Kurven. Also sehr angenehmes Auto, muss ich sagen. Ja, ihr dürft euch natürlich wie immer in den Kommentaren ein weiteres Fahrzeug für die Polizei wünschen. Genau. Und jetzt ballern wir mal kurz zum Farmshop rüber. Dürfte eigentlich relativ schnell gehen. Ich will richtig laut mal klicken. Nee. Ich versuche es relativ leise zu machen. Dass es so wenig wie möglich zu hören ist. Ich höre so laut. Echt? Oh. Jo, keiner mehr da. Wir waren viel zu langsam. Es sind nur noch zweimal. Ich kann nicht mal richtig reden. Es sind nur noch zwei Kriminelle da. Aber wo? Okay, da fällt einer rum. Sehr verdächtig. Sehr langsam und verdächtig. Meine Map lädt nicht. Perfekt, die auch so brennt. Aber da könnte man trotzdem noch ausrauben. Mann, es macht keiner was. Ist voll langweilig hier. Abonniert und lasst alle ein Like da. Ja, das finde ich sehr gut. Sehr, sehr gut. Wer auch immer das geschrieben hat. Wahrscheinlich Nico. Ach so, ja, Nico ist übrigens auch mal endlich mal wieder seit letzter Folge, also seit gestern, glaube ich, wieder dabei. Ja, ich grüße ihn einmal. Auch wenn er... Quatsch! Alter, habe ich das gerade weggescheppert. Ja, das Quad hatte was. Perfekto. Ja, sehr gut. Nee. Ey, die Team. Die haben so hart geteamt gerade. Teaming is not allowed. Haben wir auf jeden Fall noch was da? Ja, einen habe ich. Wie konnte der mir... Jetzt hat er. Der ist ja dann mehr Elektro als Mensch. Der andere flüchtet. Schnell in den Wagen. Wir müssen los. Hinterher. Terenze, den mag ich nicht. Stopp. Oh, der hat schon einen Plan. Sehr gut. Motto, wir sind Freunde. Was heißt das? Wir sind keine Freunde. E.T. Termenses neuer Account. Ah ja. Alles klar. So, wir verfolgen aber jetzt erstmal den Dude hier. Einer müsste von euch mal rausspringen und Stopsticks legen. Ja, er dreht ab. Es war so klar, dass er abdreht. Egal, wir sind aber schneller als er. Überhol ihn, ich steig aus. Musst du aussteigen. Ja, perfekt, genau so. Oh, nee. Spring hinterher. Ich mach Warnblinker hier oben an und spring auch hinterher. Auf geht's, wo ist er? Da ist er. Perfekt, ich seh's. So. Versuch ihn zu tasern. Ja, perfekt. Sehr gut gemacht, Motti. Zack. Da haben wir ihn. Und wieder raus aus dem Wasser. So, und jetzt wieder 100 Jahre auf die Brücke hochlaufen. Ach nee.
gesagt, bringen wir auf jeden Fall mal den anderen jetzt aber ganz schnell ins Gefängnis, der hier noch in unserem Auto sitzt. So. Aua. Okay, die Tastatur bringt nichts bei meinen neuen Fahrkünsten. Vielleicht. So, einmal Erik raus. Erik ist deiner, weil der muss weg. Schade von dir. Hä? Red mal was? Deutsch. Aber okay. Was? Nico hat diese Schimpfwörter geschrieben. Ach so. Ah, dann not Nico. Not aufhören. Aufhören. Mit sowas. Sowas ist Nico, hier not allowed. Nico, das ist nicht gut von dir. Ist jemand im Bank drin? Ist jemand im Bank drin? Oh. Ich bin stecken geblieben kurz. Aber ist jemand in der Bank drin? Das ist jemand in der Bank drin. Das ist natürlich sehr... Oh mein Gott! Hier steht ein Crime mit einer Waffe. Oh mein Gott! Okay. Okay, Nummer 1 habe ich. Ah, das ist ein Polizist. Hat Hini was? So. Hörni hat nix. Und der andere Dude? Hat der andere Dude was? Ich denke schon. I thinking schon. Ja, komm, fahr durch. Alter, was ihr mit dem macht. Ja, komm, fahr durch, ich stopp Six. Oh, er hat nicht mal was, wow. Okay. Was hat der Lambo? Hat der Lambo was? Wait, what? Nee, der Lambo hat nichts, aua. Aber wir haben jemanden fest, wir haben jemanden wenigstens im Auto. Oh mein Gott, was ist mit unserem Auto passiert? Ja, perfekt. Erstmal die Treppe hochfahren. Genau. Da hinten ist noch ein Crime. Ja, verkackt zu tasern. Perfekt. Ich habe zwar auf ihn gezielt, aber auch okay. Natürlich. Jupp. Nee, das ist der Lambo. Der hat nichts. Wie viele? Aber der hat doch eben aufgeschlagen da, oder nicht? Nein, hat er nicht. Der ist nicht offen. Ich kann wieder nicht springen. Hilfe. Der Tool wurde gerubbelt. Aber wir müssen jetzt einen Crime hier mitnehmen, festnehmen. Ja, ich finde es so nervig, dass man nicht mehr so hoch springen kann, weil sonst konnte man immer über das Auto drüber springen. War eigentlich relativ geil. So. Er sagt sogar danke, dass er in den Knast kommt. Kein Problem, immer wieder gerne. Ja. Auf geht's Tool Shop, denn der wurde ausgeraubt. Denn wir müssen jetzt driven dahin. Ja. Wow, so cool. And we are police. And müssen the crime festnehmen. Genau, perfektes Englisch. So redet man Englisch, definitiv. Crimes goes away. Ich fahr ihn um, damit die alle rankommen. Jetzt bin ich auch mal so ein kaputter Bulle, wie der letzte Folge war. Ach, Mann. Ja, wieder Q5. X3 meine ich. Wieder X3, letzte Folge. Ach, nee. Was, wo wird geballert? Nico ist ausgestiegen. Wo? Ach, nee. Wo? Ach, nee. Doch, ist ein Polizist. Der down. Doch, das ist der Porsche. Das war der Porsche. Schieß mich drüber. Er ist beim Parkhaus. Komm mit. Check ein. Wir fahren da jetzt so hinterher. Aber folgen den erstmal. Der hat sich safe ins Haus, oder? Nee, dann nicht. Okay, der ist irgendwo davon gefahren. Ich weiß leider nicht wo. Why? Mann, oh, warum fahren die denn immer alle weg? Wir wollen uns nur festnehmen. Ist langweilig, wenn wir nur durch die Gegend düsen hier. Und den anderen Hans-Jürgen hier abholen. Tut. So, dann schauen wir doch gleich mal, wo haben wir denn jetzt Crime? Jupe, da steht der Abgeheilte. Ja. Das war... Ja. Ich bin Felalli. Schon... Da steht der Felalli. Fernandi. Ja, es kann auch sein, dass der schon im Knast ist. Ich glaube schon, ja. Oh, yep. Okay. Jo, ist schon im Knast. Hier fährt ein Bus. Terrence hat nix. Hat der was? Capo Bobo hat nix. Ah, oh, Container. Ich fahr über die, Nika, Menschen, du, Nico, du Blöder. Steig eigentlich ins Auto ein und steig nicht ständig aus und lauf irgendwo hin. Oh, jetzt wird es doch auch noch. Ey, Zug, das ist jetzt nicht einfach. Ach komm. Die sind ja schon in 5000 Jahren über alle Berge, bis wir da sind. Heute ist unser Glückstag. Aber total. Los, wir müssen zum Container, zu der Vending-Maschine. Die wurden alles ausgeraubt. Alles noch beim Hafen. Komm. Oh, Mann. Lass den Depp doch in Ruhe. Los, steck ein. Nico! Ja, fahr ohne Nico. Ja, Nico reagiert nicht. Ciao. Ich hole ihn aber jetzt nicht nochmal, wenn er jetzt wieder meckert, dass ich ihn nicht mitgenommen habe. Dann muss er selber auch mal einsteigen, wenn er irgendwo hinläuft. Wir müssen hier auch noch die Leute kriegen, die da... Ne, der ist schon Raubüberfall fertig und er hat schon die Automaten ausgeraubt.
Ja, automatisch schon leer. Crime ist weg. Containerhose gesprengt. Hat sich ja voll gelohnt, hier hinzufahren. Woo! Ach, Mann. So, meine lieben Freunde, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wir spielen Notruf Hamburg. Und bis dahin. Ciao. Falls ihr mich unterstützen wollt, meine lieben Freunde, geht das natürlich ganz einfach. Ihr könnt erstens auf meinem Profil mein Spiel testen. Ja, es ist zwar noch nicht fertig, es ist noch im Early Access, also es werden noch ein paar Updates kommen. Erklärung des Spiels, ich sag's euch, lest es euch durch, damit ihr das Spiel versteht, weil im Spiel erkläre ich es selber noch nicht. Deswegen lest euch diese Beschreibung hier unten durch, die gibt's auf Deutsch und auf Englisch. Falls ihr mich halt noch unterstützen wollt, könnt ihr hier auf klassische Shirts gehen. Dort werdet ihr auch noch hier, bei mir laden sie jetzt gerade nicht, gibt's ein paar Shirts von mir, die ich selber erstellt habe, könnt ihr euch gerne anschauen. Hosen habe ich so glaube ich auch. Ja, habe ich hier, da zum Beispiel. Aber neue Kleidung wird nicht mehr auf mein Profil kommen, sondern in der Gruppe. So, in der Gruppe angekommen, geht ihr einfach hier auf Shop, unter diesen Reiter Shop. Dort sind halt ein paar Kleidungen angegeben. Ja, meine Kleidung ist teurer geworden, nur um die Faker ein bisschen eindämmen zu können. Das war's und bis zur nächsten Folge. Ciao.